Ja, hallo, herzlich willkommen bei Mit Bibel, Kamera und Drohne unterwegs. Gleich nach dem Intro geht's weiter. Ja, herzlich willkommen bei dieser Wanderung. Wir sind heute wieder in den Gutensteiner Alpen unterwegs. Wieder, weil da verlinke ich dir da oben das letzte Video von der Enzianhütte. Diesmal geht es auf die sogenannte Mamauwiese. Das ist eine Alm, eine wunderschöne Almlandschaft dort beim Schneeberg. Auf den Schober, der 1213 Meter hoch ist, weiter diese Kammwanderung oben auf den Öhler, auf das Öhler Schutzhaus und dann im Tal, diesen Talweg zurück zu der sogenannten Mamauwiese. Wunderschön. Kurz ein paar Eckpunkte für euch, wenn ihr diese Wanderung nachwandern wollt. Erstens, die Zufahrt, wo wir weggegangen sind, ist ungünstig. Das ist jetzt Privatbesitz und außerdem die Straße unbefestigt, wo man hinauffahren kann. Und zweitens, Schober, wie ich schon gesagt habe, 1213 Meter. Es ist nicht so hoch. Das heißt, man ist noch in den Bäumen drinnen. Ihr habt den Genuss der Drohne. Das heißt, ich konnte euch eine Rundumsicht bieten und die ist wirklich gewaltig dort. Aber normal geht man in den Bäumen drinnen am Kamm oben und hat relativ wenig Aussichtspunkte. Man hat sie schon, aber relativ wenig. Das wollte ich euch nur mitgeben am Anfang. Das heutige Thema. Recht interessant, und zwar leitet sich's von dem Öhler Schutzhaus ab, welches an einer Bezirksgrenze, genau an einer Bezirksgrenze steht. Und zwar Neunkirchen und Wiener Neustadt. Recht interessant. Wenn man drinnen sitzt in der Hütte, dann ist man in Puchberg und draußen in Gutenstein. Recht interessant. Dadurch unser, wie gesagt, unser heutiges kurzes Bibelthema, bevor wir jetzt gleich wandern gehen, Grenzbereiche. Hast du schon Grenzbereiche in deinem Leben erfahren müssen? Ich musste das und das ist nicht immer sehr angenehm. Jesus hat auch in seinem Leben Grenzbereiche erfahren. Und einen dieser großen Grenzbereiche will ich euch kurz gerne mitgeben. In Matthäus 4, 1 bis 11, ihr könnt es gerne auch kurz nachlesen, wenn ihr wollt, stellt der Widersacher, also Satan, Jesus vor verschiedene Grenzbereiche, Grenzsituationen in der Wüste. Also dort, wo wir am schwächsten sind, da wo die Anforderungen am stärksten sind, da kommen am meisten die Versuchungen. Und das wusste und das weiß der Widersacher. Und so stellte er Jesus vor verschiedene Situationen und hat ihn einfach vor die Tatsachen gestellt. Wenn du mich anbetest, dann bekommst du dieses oder jenes. Und Jesus hat immer ein klares Nein zu dieser Versuchung gesagt und gefunden. Einen dieser Versuchungen will ich euch kurz vorlesen. Wieder nahm ihn, also wieder der Teufel, nahm Jesus mit sich und führte ihn auf einen hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn in der Schrift steht: Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab, und siehe, es kamen Engel und dienten Jesus. Es gibt sicher keinen besseren Ort auf der Welt, um Grenzbereiche zu erfahren, als die Wüste.
Habt ihr das schon einmal erfahren? Ich war mal ganz kurz nur in der Wüste und habe gemerkt, wie es heiß ist am Tag und kalt in der Nacht. Jesus hat vorher noch gefastet, 40 Tage, das kommt noch dazu. Und der Satan wusste es. Genau in dieser Situation ist er gekommen. Aber woher hat Jesus dann in dieser Situation die Kraft bekommen für den Widerstand, dass er den Satan begegnen konnte? In Jesaja 40, Vers 31 steht, dazu muss man sagen, Jesaja war ein Prophet des Alten Testaments und er lebte 740 bis 701 vor Christus. Da steht also: Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen gewachsen sind. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Das hat Jesus gemacht. Er war nicht allein dem Satan ausgeliefert, sondern er war mit seinem Vater unterwegs. Das wünsche ich euch auch, dass ihr eine Beziehung zu Gott, zu eurem Vater im Himmel, zu Jesus bekommt und ihn in euer Herz lasst. Dadurch werden Grenzsituationen machbar, meisterbar. Ja, und wir haben diese Grenzsituation auch gemeistert. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei unserer praktischen Wanderung in unsere Grenzbereiche hinein. So, nach einer etwas abenteuerlichen Fahrt da herauf sind wir angelangt und bin ich aus dem Zentrum draußen. So, jetzt passt's. Ja, Schober, Öhler, alles so ein bisschen über 1000 Meter hoch und dann das Öhler Schutzhaus. Genau, der Tatort sozusagen. Wir beide begrüßen euch sozusagen ganz herzlich. Manfred und Caroline. Und Caroline. So. Wettertechnisch muss ich noch nachreichen. Ihr braucht nur auf dem Monitor schauen. Herrliches Wetter. Es ist 9 Uhr jetzt. Und ja, im Hintergrund sieht man den Schneeberg. Also wir haben den Schneeberg im Hintergrund. Ja, es ist wunderbar. Eine sanfte Almenwanderung sozusagen am Beginn. Herrlich. Bis gleich. So, das ist jetzt der Schober gewesen, unser erstes Ziel. Und dann geht es weiter am Kamm zum Öhler und dann in weiterer Folge zum Öhler Schutzhaus. So, Bergheil, wir haben es geschafft, 1213 Meter. Schön steil bergauf. War etwas heftig, der Anstieg. Aber jetzt geht es hinunter dann auf den Öhler und dann aufs Öhler Schutzhaus. Thank you.
So, wir befinden uns jetzt beim Abstieg vom Schober, nicht dass ich verdrehe, Schober, auf den Öhler geht es dann wieder hinauf und nach dem Öhler geht es dann wieder hinunter zum Öhler Schutzhaus. Bis gleich! So, der Weg ist ziemlich anstrengend, man muss sich recht konzentrieren. Feucht vom Regen, lauter Wurzeln, also und ein schmaler Weg, genau. Wir haben es jetzt geschafft, wir sind jetzt beim Öhler Schutzhaus angelangt, die letzten paar Meter. Wie ist es uns gegangen auf der Wanderung? Ja, sehr gut, anstrengend ein bisschen, aber sehr schön. Gute Luft, keine Leute, alles fein. Fein, super. Ja, da sind wir ja sozusagen reif für eine Pause gemeinsam. Mittagsessen. Mittagsessen. Dann eine gute Mahlzeit. So, wir sind jetzt auf dem Rückweg, gestärkt mit einem Bier, na servus, geht so halbwegs zurück und ja, wir haben einfach den Schneeberg vor uns, das habe ich euch gerade gezeigt, einer angenehmen Brise um die Nase herum geht es jetzt zurück den Weg zur Mamauwiese. Ein Viertelstunde ist da angeschrieben. So, Moment, ich muss jetzt, so, bitte noch einmal. Ein Viertelstunde ist angeschrieben. Thank you.
So, wir sind gut wieder angekommen bei der Mauwiese. Ist ein bisschen ein komischer Name, aber die Wiese ist an für sich wunderschön. Der Ausgangspunkt und jetzt das Ende auch wieder. Ja, wie üblich mein Sprüchel am Schluss. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde mir ein Daumen hoch wirklich gut gefallen. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert bitte. Das Ganze ist kostenlos. Dann sage ich danke, dass du genau dabei warst. Und ich sage ganz einfach, und wir sagen Pfiati. Pfiati gut, tschüss.